Wir bekommen heute erstmal Schläge angedroht bei N24 Objektiv. Außerdem geht eine Autoscheibe und die Kamera zu Bruch. Diesem Mann passte es nicht, dass wir einen Beitrag über aggressive Bettler machen wollten. Die sogenannte Bettelmafia bespuckt und bepöbelt Passanten, die nicht bereit sind zu zahlen. Nicht zu glauben, wie schnell der Mann außer Kontrolle geriet. Wir haben Anzeige erstattet. Er ist flüchtig. Mittlerweile haben Supermarkt und Bahn das Gelände geräumt, die Bretterbude beseitigt und die Bundespolizei geht dort nun Streife. Fast jeder nutzt das Internet während der Arbeitszeit auch mal privat. Schnell mal bei eBay gucken, ob es die Schuhe nicht auch billiger gibt oder fix mal ein Buch bestellen. Das allein kann ein Kündigungsgrund sein, aber das kriegt auch keiner mit. Denken Sie. Wir zeigen Ihnen, wie leicht Ihr Chef Sie überwachen kann, ohne dass Sie etwas mitbekommen. Um im Urlaub keine Enttäuschung zu erleben, verlassen sich viele auf Hotelbewertungen im Internet. Nach dem Motto, wenn ein anderer da schon in dreckigen Zimmern gehaust hat, dann muss ich da ja nicht auch noch hin. Doch wie zuverlässig sind denn solche Online-Bewertungen? Wir fliegen nach Mallorca, steigen in den angeblich miesesten Hotels ab und checken die Lage. Gleich bei N24 Objektiv. Dreckiges Zimmer, mieses Essen, unfreundliches Personal. Damit wir uns damit im Urlaub nicht rumärgern müssen, prüfen die meisten vor der Buchung die Online-Bewertungen der Hotels im Internet. Schlaue Sache, wenn da denn die Wahrheit steht. Wir prüfen diese Bewertungsportale und checken in die angeblich allerschlimmsten Hotels auf Mallorca ein. Niemals einchecken, ohne das Internet vorher zuchecken. Und wir müssen jetzt leider eins, nämlich auschecken. Aber nächste Woche sehen wir uns selbstverständlich wieder bei N24 Objektiv.